Osterwochenende wurde Österreichs erster Private Member Club, der Kitzbühel Country Club in Reit bei Kitzbühel, stilgerecht eröffnet. Initiator Richard Hauser realisierte auf einer Gesamtfläche von rund 8 Hektar ein für den Alpenraum hochinnovatives Konzept. Im Prinzip ist es so ähnlich wie die Einladung zu jemandem privat, wobei der Einladende, also nicht ich bin, sondern letztlich der Club und letztlich jedes Clubmitglied. Ein Mitglied des Kitzbühel Country Club hat hier diesen ganzen Raum zur Verfügung, sich auszuleben, seine Kontakte zu pflegen, miteinander Dinge zu erleben, aber auch ganz allein, wenn er will. Am ersten Abend des Eröffnungswochenendes stand die kubanische Kultur im Mittelpunkt. Der kubanische Star-Pianist Frank Fernandez begeisterte die rund 200 geladenen Gäste sowie den Botschafter der Republik Kuba, Juan Carlos Marsan Aguilera, am hauseigenen Steinway D Hamburg. Für die Eröffnungsausstellung des Clubs wurde Alicia Leal, eine der bedeutendsten kubanischen Gegenwartskünstlerinnen, gewonnen. Das Highlight des zweiten Eröffnungsabends war die Verleihung des Ehrenkonsulats von Südkorea an den Hausherrn des Kitzbühel Country Club, Richard Hauser. Der Botschafter Cho Huynh betonte in seiner Festrede die guten Verbindungen seines Landes zu Österreich und zeigte sich vom neu eröffneten Kitzbühel Country Club sehr beeindruckt. Having looked around this beautiful country club, I want to congratulate you also for the success you have made so far. And I'm sure that it will be extended in this country and far beyond over to Korea. Dieses Projekt Kitzbühel Country Club, dieser Raum, dieser erweiterte persönliche Raum, wird sich weiterentwickeln und wird sicher in vielerlei Hinsicht Nutzen stiften.